Boah, Alter, er bricht den Rekord. Wir sind live dabei. Hallo? Mach weiter, okay? Was empfindet ihr dabei? Spaß. Das ist ein Flipper-Automat. Okay, wo ist der WLAN-Anschluss oder der Internet-Anschluss? Wie funktioniert das? Weiß ich selber nicht. Das ist alte Technik. Ich wollte euch nur einen Tipp geben. Nicht wegen Süßigkeiten in diesen Wohnwagen einsteigen. Ja, ich weiß. Ich bin ja selber YouTuber. Oh, und wie kommst du damit klar, dass die Frauen dann verrückt hinter dir herlaufen? Ist das ein Problem für dich oder bist du da entspannt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr gar kein Problem damit gehabt und momentan habe ich 5 Mädels. Noch ist es keine große psychische Belastung für dich? Nö, finde ich nicht. Die fetteste Unterhaltung Deutschlands bin ich. Die fetteste Unterhaltung Deutschlands? Sind Sie der grüne Bär? Ich bin einer der Grünen und wahrscheinlich wiege ich so viel wie der Bär, ja. Am besten sind natürlich die Aktionen, die draußen auch stattfinden, im Außenbereich. Absolut geil, dieses Waterboarding. Waterboarding? Moment, das ist doch in Guantanamo Bay. Oh, du bist so ein Psycho, bist du denn, sagst du? Ja. Darf man den mal Probe fliegen? Wie, inwiefern Probe fliegen? Na, so eine Runde drehen und dann bringe ich den wieder zurück. Ja, das wird schwierig werden. Aber Sie können sich gerne jederzeit reinsetzen. Ach, ich kenne das schon. Ich bin den schon 100 Mal geflogen. Das ist doch der C200. Ja, das ist nicht der C200. Achso, sieht dem sehr ähnlich. Okay. Hat der Wi-Fi? Ob der Wi-Fi hat? Der hat noch mehr als Wi-Fi. Nein, Sie waren doch so. Deutscher Meister. Ja, ja. Ah, haben schon, wir den Deutschen Meister? Ja, schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her. Das ist 1965. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Damals war ich erst 4-5 Jahre alt. Ja, ja, da kann man nicht schlecht wiedererkennen. Ja. Weil so, wenn man so klein ist, hat man auch. Wenn du so locker tanzt wie da, dann kannst du aber wenig auf der Birne. Ja, okay. Dann muss ich daran arbeiten, auszuteilen. Ja, genau. Oder? Das kommt bei den Leuten ja gut an. Ja, nicht immer das Gekeile, ja, so. Wo ich mal ein bisschen patenzeln. Oder? Die Frauen mögen ja keine Pfeifen. Ja. Dann können die Jugendlichen gerne unsere Ausrüstungsgegenstände ausprobieren. Auch die Waffen, die Pistolen? Nein, die Pistolen haben ja unsere Kollegen am Mann. Oder Handgranaten auch nicht. Bin ich eigentlich bekannt bei Ihnen unter den Polizisten? Weiß ich nicht, ich kenne Sie nicht. Sie kamen mir bekannt vor aus der U-Haft JVA Moabit. Nein. Immer, wenn jemand fragt, wie viel Tee hast du getrunken? Ich habe 0,5 Kamille. Tatsächlich. Endlich habe ich mal die Seiten gewechselt. Ich habe gesagt, das Verbrecherleben habe ich satt. Jetzt kann mir auch keiner was antun. Also mal gucken, ob ich mich bewegen kann auch damit. Ja, das geht auch mal ein Kick. Kick, Schlag, Schlag, Kick. Ich könnte mich daran gewöhnen. Merkt man schon nicht, ne? Nicht das erste Mal, dass mich die Polizei verprügelt. Frauen mögen ja keine Pfeifen. Zieht ihr das auch mal privat an so? Also falls du noch einen Bauer brauchst, ich kann mich noch hinstellen. Nein, ich bin König und zwei Könige geht nicht. Also, was geht ab? Gab es schon Zwischenfälle? Nee, dazu gebe ich keine Auskunft. Okay, falls ihr Arbeit braucht, ich kann noch ein paar hier verprügeln. Ich schaffe so 12 Kinder pro Minute. Nee, nee, ganz schlecht. Geht ihr zum gleichen Friseur? Er ist mein Friseur. Ja. Yeah, you okay. Can sit on it, but you can do also some tricks with that. I can show you something. Okay. Without batteries. Oh, you okay? You okay? Falls euch das Video gefallen hat, dann zieht euch auch unsere anderen Videos rein. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Ach ja, liken nicht vergessen, aber das ist ja klar, oder?